Die Regenbogenprinzessinnen verbringen den Nachmittag auf der Wolke vor dem himmlischen Regenbogenschloss. Nelia und Talissia haben eine Decke in den Farben des Regenbogens ausgebreitet, die Vikita selbst genäht hat. Vikita und Mirella haben gerade ein Gebilde aus der watteweichen Wolke aufgeschichtet, das einem Sonnenschutz gleicht. Du kennst so etwas sicher vom Strand. Nun setzen sich die Prinzessinnen darunter und spielen mit Florala. Denn über dem Regenbogenschloss scheint die Sommersonne hell und warm und es geht kein Wind. Da ist es nur richtig, dass unsere Prinzessinnen nicht in der prallen Sonne sitzen, findest du nicht? Florala spielt zufrieden mit kleinen Bällen, die sie aus der Wolke knetet und wirft diese ihren Tanten Nelia, Talissia und Vikita und ihrer Mama Mirella fröhlich zu. Das war ein guter Wurf, Florala. Ja, unsere Kleine ist eine sehr talentierte Ballspielerin. Im Werfen ist sie eine kleine Meisterin. Oder, mein Schatz? Alles, was du in die Finger bekommst, wird irgendwo hingeworfen. Dabei ist es heute viel zu warm für Sport im Freien. Nicht über den schönen Tag schimpfen, Vikita. So habe ich es nicht gemeint. Seht mal, Joni kommt mit Nojai von seinem Ausflug zurück. Guck, Florala, dein Freund Joni ist zurück. Und Joni, wo warst du heute? Nojal und ich waren am Strand. Stimmt's, Nojal? Ich wollte Nojal beibringen zu schwimmen, aber irgendwie wollte er nicht zurecht. Was? Dabei klingt das total erfrischend. Aber als Pegasus ist Nojal nun mal ein magisches Wesen der Luft, nicht des Wassers. Dafür bin ich richtig weit rausgeschwommen und habe mich dann zum Trocknen in den Sand gelegt. Und da habe ich beim Buddeln etwas ausgegraben, das ich euch unbedingt mitbringen wollte. Wartet, es ist hier in meiner Satteltasche. Hier, das habe ich für euch gefunden. Oh, die ist aber hübsch. Was ist es denn? Das ist eine goldene Flasche, verziert mit bunten Schmucksteinen. Die ist aber schön, mit ihrem schmalen Hals und dem runden Bauch aus Kristall. Oh, seht mal, wie die in der Sonne glitzert. Oh, wusste ich doch, dass sie euch gefallen wird. Vikita gefällt sie offensichtlich ganz besonders. Dann möchte ich sie dir gern schenken, Vikita. Wirklich? Oh, danke, Joni. Die ist wirklich ganz besonders. Woher die wohl kommt? Keine Ahnung. Die müssen wohl die Wellen an den Strand gespült haben. Und dann hat der Wind sie mit Sand zugedeckt und vor allen versteckt. Bis Nojal und ich kamen, um sie zu finden. Sie hat zwar einen Schnupfen, aber der lässt sich nicht bewegen. Aber irgendetwas muss da drin sein. Es sieht doch aus, als würde sich darin etwas Glitzerndes bewegen, oder? Vielleicht ist es ja eine magische Flasche. Wer weiß. Ich spüre jedenfalls einen Zauber, der von ihr ausgeht. Du hast recht, Nelia. Ich spüre da auch etwas.